Herzlich willkommen zu unserer Sendung Talk in der Passage, heute wieder aus der Straßburg-Passage hier in Görlitz. Wir haben wieder zwei interessante Gäste. Auf der einen Seite begrüße ich Herrn Mirko Schulze, Jahrgang 74. Sie sind einmal im Stadtrat in Görlitz tätig, Sie sind im Kreistag tätig und natürlich auch in der Landesregierung im Parlament tätig. Im Parlament, nicht in der Regierung. Im Parlament tätig, genau. Also ein Berufspolitiker, wie man so richtig bezeichnet, ne? Kann man so sagen, ja. Genau. Auf der anderen Seite Herr Thorsten Ahrens. Sie sind im Stadtrat in Görlitz tätig und beruflich aber im DRK als Betriebsratsvorsitzender. Genau. Ich habe Sozialpädagogik studiert, in dem Bereich gearbeitet und jetzt als Betriebsratsvorsitzender. Genau. Und also sozusagen Hobbypolitiker, wenn man das so bezeichnen kann. Ja, ist das jetzt eher eine Abwertung oder? Nein, ich finde, dass beide Dimensionen durchaus ihre Berechtigung haben. Sowohl die Politiker, die das beruflich machen, aber auch die ehrenamtlich Tätigen, wie wir im Stadtrat. Sie sind ja 1996 nach Görlitz gezogen aus Niedersachsen. Wie sind Sie ja in Görlitz eigentlich begrüßt worden? Oder aufgenommen worden? Ja, gut. Also ich bin ja immer noch da. Das spricht dafür, dass man das hier ganz gut aushalten kann. Ich bin zum Studium hierher gekommen, zum Studium der sozialen Arbeit 1996 und wollte tatsächlich zunächst nicht länger bleiben als diese 4 Jahre zum Studium, hatte vor, dann wieder wegzugehen. Aber mich hat die Stadt gefesselt, gepackt, dann während dieser Zeit und ja, mich bis jetzt auch nicht mehr losgelassen. Und was hat Sie da hier gefesselt? Naja, das ist eine Stadt gewesen, die anders als da, wo ich herkam, noch nicht fertig war. Das ist sie ja auch noch nicht. Also es sind noch Strukturen da, die es möglich machen, sich einzumischen, die Stadt oder das Lebensumfeld, in dem man lebt, mitzugestalten. Das finde ich etwas, was die Stadt total lebenswert macht und was sie noch lebenswert macht, dass die Strukturen nicht so fest sind, dass man an nichts mehr rütteln kann, sondern wenn man Gestaltungslust hat, dann kann man das in Görlitz gut einsetzen. Sie sind ja dann in die Linke eingestiegen, in die Partei. Haben Sie als Linker hier Möglichkeiten der Gestaltung in Görlitz oder ist es eher weniger? Na, das haben wir schon. Also wenn ich jetzt auf den Stadtrat schaue, dann haben wir vor 2 Legislaturen ja tatsächlich sogar mit den Bürgern für Görlitz zusammen eine Mehrheit gehabt im Stadtrat, haben da einige Dinge auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Ausgliederung oder die Einrichtung der Wirtschaftsfördergesellschaft, die gab es vorher nicht unter den vermeintlichen Wirtschaftsparteien der CDU oder FDP, die haben wir damals gemeinsam auf den Weg gebracht. Aber auch aus der jetzt Nicht-Mehrheitsrolle, denke ich, können wir einige Dinge vorweisen, die wir mit auf den Weg gebracht haben. Wenn wir uns die Familiengerechtigkeit angucken, die Bürgerbeteiligung, das sind ja Dinge, die wir immer wieder thematisiert haben, zu Beginn ja gegen Widerstände auch. Mittlerweile haben wir sie und ich habe ja bei der letzten Sitzung noch zum OB Deinige gesagt, naja, er war ja nicht unser OB, wir haben ihn ja quasi nicht als Partei mit unterstützt, auch wenn wir mit vielen Inhalten mitkommen, aber er hat zumindest an vielen Stellen unsere Politik gemacht. An der Stelle, glaube ich, können wir als Linke schon sagen, dass wir mit Politik auch gestalten. Sie haben ja beim DRK einen festen Job. Ja. Wieso entscheidet man sich dann in der Freizeit, Politiker zu werden? Naja, es gibt ja aber ganz viele Sachen, die man in der Freizeit machen kann. Sportlich sich betätigen. Ich fand es immer wichtig, sich an der Stelle, wo man lebt, auch mit einzumischen und Dinge mitzugestalten, ja, auch in seinem Sinne. Und das verändert sich natürlich auch. Ich war noch ein bisschen jünger, als ich hierher kam. Dann habe ich geheiratet, oder nein, noch nicht geheiratet, aber wir haben Kinder bekommen. Dann waren plötzlich Spielplätze ein wichtiges Thema. Und so zieht sich so eine Tätigkeit auch durch die verschiedenen Lebensbereiche. Es gibt also immer was Neues zu entdecken und sich einzubringen. Auch aus dem Freundeskreis. Und je länger man dabei ist, desto mehr wird einem ja auch angetragen von Leuten, mit denen man zu tun hat. Die wissen, dass man das vielleicht an Stellen bringen kann. Und war das da egal, welche politische Richtung? Oder sollte es unbedingt die Linke sein? Nee, das sollte schon eine gute Partei sein. Was ist eine gute Partei? Ja, eine gute Partei. Was macht die aus? Also die macht schon eine gute Programmatik aus, ein guter Inhalt, ein Grundkonsens von dem, was wir wollen. Und ich glaube, das prägt mich schon in meinem Leben. Also ich komme aus einem Elternhaus, das eher sozialdemokratisch war. Meine Mutter
war sehr kirchlich. Da bekommt man Werte wie Solidarität, sich helfen. Und da gibt es nicht so ganz viele Parteien, die das auch in ihrer Programmatik und ihrer Haltung haben. Früher war ich da der SPD nahe im Westen. Das war dann aber passé, als Niedersachsen, nachdem Schröder und Hartz IV auf den Weg kamen, gemeinsam ja mit der CDU, den Grünen, der FDP. Und da blieb dann die Auswahl auch nicht so groß. Und ich habe dann die Linke hier in Görlitz kennengelernt und als eine Partei kennengelernt, die das auch immer möglich gemacht hat, auch als jemand, der neu ist, sich einzumischen und gleichberechtigt einzumischen, wo man nicht danach gefragt hat, ob man sich erst jahrelang hochdienen muss, sondern wo man sich mit klugen Gedanken immer einbringen konnte. Und das fand ich attraktiv. Und ich hoffe und glaube, dass wir das immer noch sind. Herr Schulze, er ist ja nun hobbymäßig Politiker. Sie sind ja richtig berufstätig im politischen Leben. Wie wird man vom Facharbeiter Politiker? Ähnlich wie Herr Ahrens, man will sich in Politik einmischen, dann fängt man an, ehrenamtlich Politik zu machen und dann hatte ich die Chance, relativ zeitig, also ich bin ja 1996 in die damalige PDS noch eingetreten, hatte ich dann die Chance, mal kurz für den Landesverband zu arbeiten und mich da in die Berufspolitik hineinzuschnuppern und dann hatte Dr. Elias Seifert sein Abgeordnetenbüro hier in Görlitz, hatte er sozusagen nach der Wahl in den Deutschen Bundestag aufgemacht und dann hatte ich die Möglichkeit, sein Büro als Büroleiter hier zu übernehmen und dann war die Entscheidung relativ klar. Ich habe Geld dafür bekommen, das machen zu dürfen, was mir Spaß macht und ich hatte eine Partei, die mir das Vertrauen schenkt, das machen zu dürfen und dann war die Frage, ob ich kandidiere für den Sächsischen Landtag und das habe ich dann einmal nicht ganz erfolgreich getan. Da war ich einfach weiter hinten auf dem Listenplatz. So viel hatten wir damals nicht erreicht und dann beim zweiten Versuch bin ich jetzt 2014 in den Landtag gekommen. Also Berufspolitiker wird man, glaube ich, durch viel Engagement, ne, so in der Partei. Man muss, glaube ich, auch ganz bewusst sagen, dass man sich auch dafür entscheiden will, tatsächlich Politik in den Vordergrund auch seines privaten Lebens ein Stück weit zu stellen. Also und man muss sich, glaube ich, klar sein, gilt für mich zumindest, dass das immer eine Tätigkeit auf Zeit ist. Das ist kein Beruf, den man erlernt und dann bis zum Rentenalter durchzieht, sondern das ist tatsächlich ein Stück Auftrag, den man bekommt und ein Stück Delegation, was man da mitnimmt für andere. Und wenn man das will, kann man das auch machen. Allerdings sind die Posten der Berufspolitiker relativ wenige im Vergleich zu den vielen, 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 die ehrenamtlich neben Beruf, Familie und so weiter die Politik ja eigentlich ausmachen. Berufspolitiker sind ja diejenigen, die quasi den Luxus haben, dafür tatsächlich Geld zu kriegen. Ja, und das ist ein ganz normaler Weg durch die Partei und den Kampf um Vertrauen mit guten Ideen, mit guter Programmatik und dem nötigen Selbstbewusstsein auch mal zu sagen, hier bin ich und jetzt will ich. Was macht eigentlich mehr Spaß, Landtag oder Stadtpolitik? Oh, jetzt werden Ende meiner Kollegen sind jetzt immer böse, egal was ich jetzt sage. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen, in den Landtag zu gehen. Das hat uns ermöglicht, auch ganz viele politische Ressourcen, also auch tatsächlich inhaltlicher Natur, für diese Region zu heben. Man kann als Landtagsabgeordneter doch die eine oder andere Tür besser aufmachen, als man die als Kommunalpolitiker aufmachen kann. Das bedauere ich oft, aber so ist die Wirklichkeit. Und man kann ganz viele Dinge als Landtagsabgeordneter machen. Aber eigentlich mehr Spaß, also der richtige so Spaß ist eigentlich Kommunalpolitik, weil das ist viel unmittelbarer, wenn man über Familienzentrum redet, wenn man über Investitionen redet, wenn man darüber diskutiert, ob ein Kreisverkehr gebaut werden will oder nie, dann fährt man irgendwann über den drüber. Mhm. Wenn man im Landtag sitzt, dann hat man 3 Tage Haushaltsdebatte, da redet man über Millionen von Euro, aber es bleibt schon sozusagen so etwas irreal, diese großen Rahmengesetze und deswegen ist es mir auch durchaus wichtig, dass man als Landtagsabgeordneter zumindest dicht an der Kommunalpolitik ist. Am liebsten wäre mir, man sollte immer ein kommunalpolitisches Mandat haben, dass man einfach auch weiß, was passiert, wenn man dann ein Gesetz diskutiert. Wir haben ja selten die Mehrheit im Landtag, um es auch tatsächlich mehrheitlich abzustimmen, aber damit man auch weiß, was hat das für eine Wirkung, die am Ende der Kette in den Kommunen rauskommt. Aber der gestalterische Reiz liegt tatsächlich in der Kommunalpolitik. Sie sind ja auch im Kreistag tätig und müssen damit natürlich auch die Kommunalpolitik mit kontrollieren und vielleicht auch mal gegen Görlitz entscheiden, wenn es denn zur Abstimmung kommt, gerade was auch Finanzen, was Förderung und so weiter angeht. Kommen Sie ja nicht mal in Schwierigkeiten?
Also ich habe im Grundprinzip, das gilt immer, ich muss mich nächsten Tag noch im Spiegel angucken können. Und ich habe so eine Idee, wie die Welt aussieht, in der ich leben möchte. Das ist so meine Welt, das ist die in meinem Kopf. Und ich kann für mich immer sagen, alles das, was ich tue, soll zumindest in diese Richtung gehen und nicht in die entgegengesetzte. Das gilt auch für so ganz kleine Entscheidungen. Wenn man so einen inneren Kompass für sich gefunden hat, dann ist das auch so. Ja, es kann manchmal sein, dass eine Entscheidung, die im Kreis, und da bin ich ja Fraktionsvorsitzender, im Kreis tatsächlich nicht die Entscheidung ist, die für Görlitz jetzt die beste Entscheidung aus Sicht der Görlitzerinnen und Görlitzer wäre, aber für die Gesamtentwicklung des Kreises sozusagen eine richtige Entscheidung ist, dass das im ersten Moment mal so getroffen werden muss. Aber letztlich entscheidet der Kreis auch darüber, also wenn es diesem Kreis gut geht, dieser ganzen Region gut geht, profitiert auch Görlitz davon. Und ja, es gibt Entscheidungen, die treffen wir auch im Görlitzer Stadtrat, die sind gegen den Kreis gerichtet, wenn wir als Stadt uns entscheiden, den Kreis sozusagen juristisch zu belangen oder zu verklagen, um eine Entscheidung durchzukriegen, dann ist mir natürlich klar, dass ich als Kreisrat genau die andere Seite in diesem Moment habe. Aber das ist natürlich ein Spiel, da muss man einfach wissen, was man tut. Und dann muss man auch manchmal sagen, an dieser Stelle ziehe ich mich mal raus und sage, da erkläre ich mich jetzt tatsächlich für befangen. Oder an dieser Stelle erkläre ich, dass ich jetzt in dem und dem sozusagen Auftrag handle, damit den Leuten auch transparent und klar ist, was tue ich jetzt hier. Aber wir sind als Görlitzerinnen und Görlitzer ja auch Teil des Landkreises Görlitz. Wir sind ja nicht sozusagen Konkurrenten und nicht Gegner, wir sind Teil dieses Landkreises. Und jeder, der in dieser Stadt lebt, sozusagen ist Bürger des Landkreises Görlitz und hat demzufolge auch ein Interesse, dass diese kommunale Ebene natürlich genauso funktioniert wie die kommunale Ebene in der Stadt. Wie läuft denn eigentlich jetzt im Landtag so ein Arbeitstag ab? Normalerweise sieht man sich ja bloß irgendwo sitzen in irgendwelchen Konferenzen. Wie man so fragt, arbeiten Sie da überhaupt oder wird nur abgestimmt? Also, ich habe ja ganz oft so Besuchergruppen im Landtag, die fragen, das ist eine ganz beliebte Frage, was so. Ich glaube, es gibt nicht den ultimativen Arbeitstag. Wir haben ja im Prinzip, wir haben Wochen, in denen tagt das Parlament. Das sind tatsächlich Wochen mit Sitzungsmarathon. Das Parlament tagt ja in der Regel Mittwoch, Donnerstag, beginnt um 10 und endet so 22, 23 Uhr und hat keine Pausen. Das heißt, man muss rausgehen während der Sitzung, wenn man außerhalb des Plenarsaals was machen will. Der Parlament selber unterbricht nicht für Mittagspause oder Abendessen oder sowas. Das ist natürlich Sitzungsmarathon. Und davor hat man Fraktionssitzungen, da geht es wirklich inhaltlich um Diskussionen, welchen Antrag stützt man oder ähnliches. Dann gibt es noch die Arbeitskreise und Ausschüsse, das ist da, wo alles vorbereitet wird. Das ist tatsächlich schon dann der Punkt, wo man sich vorher informieren muss. Und ich habe, mein Fachgebiet ist ja eigentlich sozusagen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz. Und ich glaube, ich war mittlerweile bei allen Kreisbrandmeistern in Sachsen unterwegs, im Verlaufe der letzten 4 Jahre, bei ganz vielen Feuerwehren vor Ort. Also ich fahre im Jahr so ungefähr 50.000 Kilometer, um vor Ort zu sein, weil ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass man seine Informationen und das, was man im Landtag trägt, halt da einsammelt, wo es wirklich unmittelbar entsteht. Für mich sind das sozusagen Feuerwehren und Rettungsdienste und Ähnliches. Und das ist das, was ganz wenige natürlich sehen. Man sieht uns im Fernsehen, manchmal da im Plenarsaal sitzen, aber die meiste Zeit ist man einfach unterwegs, trifft irgendwelche Entscheidungsträgerinnen, trifft Menschen, die Politik unmittelbar betroffen sind. Ne? Und das ist für jemand, der in Sachsen ein Mandat hat, halt vom Vogtland, Erzgebirge bis in die Lausitz. Ne? Sachsen ist nicht klein, wenn man das mal permanent durchfahren muss. Sie sind ja nun keine Partei, die eine Führungsrolle in Sachsen hat. Ist das nicht manchmal frustrierend, wenn man da bestimmte Sachen einbringt und immer wieder abgelehnt wird, weil viele sagen, ne, die sind die Linken, das haben sie eingebracht, das ist nicht unsere Meinung? Also manchmal ärgert mich das tatsächlich, wenn man dann sieht, dass ein Jahr später oder ein halbes Jahr später Anträge von Regierungskoalitionen eingereicht werden, wo man ehrlicherweise schon genau hingucken muss, damit man den Unterschied erkennt. Und das ist aber allerdings auch der kleine Vorteil. So funktioniert das. Die CDU hat in Sachsen entschieden, dass sie keine Anträge der Linken zustimmt, also eigentlich auch keine Anträge der Opposition, aber auf gar keinen Fall der Linken. Und das heißt, wir bringen Ideen ein und wir kämpfen sozusagen darum, dass diese Idee tatsächlich das Parlament erreicht. Wir werden aber nie eine direkte Entscheidung im Parlament erleben, wo die Mehrheit des Parlaments zustimmt. Das kann frustrierend sein, aber wenn man das vorher weiß, kann man sich natürlich darauf einstellen. Und ich sage jetzt mal, ich habe ein Konzept Feuerwehr Zukunft, also Zukunft Feuerwehr geschrieben. Mit diesem Konzept habe ich natürlich eher bei den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr vor Ort geworben, beim Feuerwehrverband, habe darüber diskutiert, habe in Gremien darüber diskutiert und behaupte zumindest,
dass diese Diskussion, die dazu geführt hat, dass auch Verantwortungspolitiker, also verantwortliche Politiker in der Regierung gesagt worden ist, du, die Linke fährt da durchs Land mit dem Konzept, wie Feuerwehr besser funktionieren kann, dass sie selber gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was machen. Und spätestens seit diesem Haushalt haben wir ja durchaus die eine oder andere Verbesserung, die mir, das würde jetzt ein CDU-Politiker nie zugeben, aber die mir unglaublich bekannt vorkommt. Und ich denke so, okay, ne, da hat Druck einfach Erfolg erzeugt. Der direkte Gestaltungswille sozusagen über Regierungsbeteiligung haben wir selbstverständlich nicht. Aber das kann man halt auch anders organisieren. Ne, das muss man so deutlich sagen. Wenn unsere Politik 1:1 umgesetzt werden will, dann braucht man natürlich die Mehrheit. Mhm. Für Sie wäre das keine Option, direkt ins politische Lager zu wechseln, oder? Naja, ich habe das, Politik ist ja auch Kommunalpolitik. Also ich habe ja also es muss auch passen in den Lebensentwurf. Und ich habe ja im vergangenen Jahr leider nicht sehr erfolgreich um das Direktmandat für den Bundestag hier gestritten. Da war die Überlegung so, dass ich gesagt habe, ich kann mir das an der Stelle vorstellen. Für den Landtag spielt das tatsächlich keine Rolle, weil ich finde, dass wir da einen sehr guten Abgeordneten haben, von dem ich auch finde, dass er das weitermachen sollte. Aber alles andere, ja, das muss dann die Zukunft zeigen. Also immer dann, wenn man Zeitungen liest oder Nachrichten schaut, so geht es mir ja, da kribbelt es natürlich schon so im politischen Menschen immer wieder so unter den Fingern, wo man sagt, Mensch, kriegt man das nicht besser hin? Und dann juckt es schon, klar, ja. Wo sehen Sie eigentlich Ihre Vorteile als ehrenamtlicher Politiker gegenüber den Berufspolitikern? Sind Sie vielleicht glaubwürdiger, weil man der Meinung ist, der muss davon nicht leben, der macht das zusätzlich? Oder ist es eher, dass man sagt, okay, Berufspolitiker haben mehr Einfluss? Also zunächst mal finde ich, ist es wichtig, dass es eine gute Verzahnung gibt zwischen den Ebenen. Ich glaube, dass ja das was eben schon erwähnt wurde, was wichtig ist, dass die Weitergabe dessen, was ein großes Gesetz auf Landes-, Bundesebene im Kreis oder in der Stadt macht, dass das auch wieder zurückgemeldet wird, dass man das zurückwirken lässt und sagt, okay, ihr habt eine Idee für ein Gesetz, das wirkt in der kommunalen Ebene jetzt gut, dann kann man es so lassen oder aber auch nicht so gut und man muss es anpassen. Deswegen finde ich, kann man das vielleicht nicht so ganz genau sagen, ob das schlechter ist, ein Berufspolitiker zu sein oder ein Ehrenamtlicher. Ich glaube, wichtig ist die Verknüpfung und jeder hat, glaube ich, und jede Politikerin an ihrer Stelle auch eine Berechtigung. Und es ist sicher auch eine Frage, wo sieht man sich selbst? Das ist schon, Berufspolitiker zu sein, ist schon auf allen Ebenen, wenn man das ernst nimmt, schon echt, das ist schon auch ein harter Job, der hat auch echt viele Stunden, manchmal mehr als der Tag hat. Das sehe ich einfach ja bei ihm oder auch bei manch anderem. Und es muss auch in die Lebensplanung passen. Ich finde, für mich ist die Kommunalpolitik ein guter Ort. Da gibt es eine Wirksamkeit, die unmittelbar ist, eine Rückmeldung auch aus den Leuten. Und ich fände es auch schön, wenn man Menschen zeigen kann, dass es wert ist, sich auf allen Ebenen und sei es auch die niedrigste, sich einzubringen. Und das gilt dann nicht nur für die Kommunalpolitik, das gilt für Klassensprecher, für Betriebsräte, überall da, wo man sich demokratisch einbringt. Und das ist ja heutzutage, glaube ich, auch sehr wichtig, Leuten wieder vorzuleben, dass es gut und wichtig ist, sich demokratisch einzubringen in die Gestaltung. Also einer Ihrer Konkurrenten hat ja im Arbeitszimmer einen schönen Spruch hängen, Demokratie aushalten. Ich denke mal, das ist in heutigen Zeit ein relativ wichtiger Spruch, ne? Ja, das stimmt. Man muss unterschiedliche Positionen ertragen können. Wobei ich finde, dass wir manchmal, wenn wir den Diskurs mit den menschenfeindlichen Parteien führen, insbesondere der AfD, ja ein bisschen dazu neigen, zu meinen, dass Demokratie bedeutet, dass wir deren Meinung aushalten müssen und das ohne Widerspruch. Und ich glaube, Demokratie bedeutet eben gerade, eine Meinung zuzulassen, aber das eben nicht widerspruchsfrei, sondern dem etwas demokratisch entgegenzusetzen und zu sagen, ihr habt eine Meinung, aber ich teile die nicht, ganz explizit nicht. Also ist Ihre Meinung nicht verdammt, sondern sagen, okay, die Leute mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ja, also, ihren eigenen Argumenten schlagen. Genau, zumindest also eine andere Meinung dagegen setzen, eine andere Sicht auf die Dinge zu setzen. Und das geht. Manchmal wirkt das vielleicht ein bisschen naiv, aber ich glaube schon an die Kraft der Demokratie, ja. Mhm.
Sie sprachen gerade von Sicht. Was genau ist denn eigentlich linke Politik? Ich habe auf Ihrer Webseite Schlagwörter stehen gesehen wie Befreiung, Finanznot, Sozialkürzung, Widerstand, aber auch Demokratie und Bürgerbeteiligung. Ja, ich glaube, das ist ja, das sind letztendlich Synonyme für eine Haltung. Also ich habe das am Anfang ja schon versucht zu sagen. Ich glaube daran, dass die etwas stärker sind in der Gesellschaft, eine Verpflichtung haben, denen, die etwas schwächer sind, sie vielleicht ein bisschen weniger Glück hatten, die einfach nicht so kräftig sein können. Seien es finanzielle Verhältnisse, körperliche Eigenschaften oder auch andere Dinge. Das ist da, dass eine Gesellschaft es schaffen muss, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. Da wo das passiert nicht immer freiwillig. Wir leben in einem System, das das offensichtlich nicht selbstverständlich macht. Deswegen, glaube ich, müssen wir da als Staat helfen. Das macht man über ein Steuersystem oder über andere Dinge. Ich denke, dass das Ganze nur demokratisch gehen kann. Mir fällt kein anderes System ein, in dem das verantwortlich passieren darf. Ja, und dann haben wir eine Verantwortung ökologischer Natur. Ne? Das sind alles die Dinge. Also die Macht haben jetzt gerade, also ich habe mit meinem Sohn rede ich über das Wahlalter. Ne? Das ist, also ich verstehe das selber nicht. Ne? Ich bin immer für das Wahlalter null angetreten, weil wenn wir uns im Stadtrat umgucken oder in anderen Gremien, dann gestalten die Zukunft, die am wenigsten davon vor sich haben. Das finde ich ein bisschen suspekt. Also ich will damit sagen, deswegen passt das ganz gut zusammen. Bürgerbeteiligung heißt, Menschen mit einbeziehen in die Entscheidungen. Tatsächlich nicht als Feigenblatt. Ja, dafür kämpfe ich und werbe ich an allen Stellen immer wieder. Wie sollte man das in Görlitz tun, Menschen mit einbeziehen? Sag mal, es gibt ja die Bürgerbeteiligung seit einiger Zeit. Ja, ich glaube, Görlitz ist da sogar ziemlich weit vorne. Wir übertragen Stadtratssitzungen ins Internet. Wir haben sozusagen Bürgerbeteiligung tatsächlich mit einer eigenen Beteiligungssatzung. Wir haben die Bürgerräte sozusagen eingeführt. Also da sind wir schon viel, viel weiter als andere Städte selber Größe. Wir selber als Partei haben jetzt unser Stadtwahlprogramm zu den Kommunalwahlen am 26. Mai mit 3 Zukunftswerkstätten und über 120 Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und das sind dann im Endeffekt sozusagen ganz viele eben nicht Mitglieder der Partei gewesen, die zu den Veranstaltungen gekommen sind und gesagt haben, wir wollen mitgestalten. Also man kann, glaube ich, man hat in Görlitz eine gute Basis, Bürgerinnenbeteiligung zu organisieren. Und die Stadt ist es auch durchaus gewöhnt. Was man, glaube ich, jetzt noch machen muss, ist, dass man auch seitens von Verwaltung und seitens von Politik die Bürgerinnenbeteiligung eben nicht als Störfaktor ansieht, sondern wirklich sagt, das ist ein konstruktiver Teil, das ist sozusagen, das sind Expertinnen und Experten für ihre Probleme. Man weiß viel mehr, wenn man in einem Stadtteil wohnt, was in diesem Stadtteil gut und schlecht ist und welche Bank vielleicht an welche Stelle soll. Das mag alles so in Kleinigkeiten klingen, aber es sind ja auch Dinge, wo wir immer sagen oder auch immer betone, das hat ja auch was mit Lebensgefühl zu tun, wenn man sich wohlfühlt in seinem Stadtteil. Und wenn man den auch mitgestalten, dann so, das ganz oft hat Verwaltung halt so, naja, wir sind die Experten, wir haben das jetzt hier aufgeschrieben, wir haben das jetzt aus wissenschaftlicher oder aus genormter bauplanerischer Sicht betrachtet und das muss jetzt so sein. Und dann kommt der Bürger und sagt, das ist doch aber Unfug. Na, warum geht der Weg hier rechts und links vor? Wenn er geradeaus drüber gehen oder diagonal drüber gehen würde, dann gäbe es keinen Trampelpfad, sondern dann wäre der Weg da schon immer. Und am Ende sieht man, dass meistens der Bürger recht hat, weil links und rechts ist der schöne Bürgersteig und diagonal geht der Weg drüber. Und ich glaube, das muss man sich einfach mal bewusst machen und sagen, wenn man glaubt, dass oder wenn man überzeugt davon ist, dass Menschen, wenn sie mitgestalten, keinen Blödsinn machen, sondern tatsächlich konstruktiv darüber nachdenken, wie der Lebensraum, in dem sie sind, ne, und das ist bei Kindern halt eher der Spielplatz und bei Älteren eher die Parkbank, wie dieser Lebensraum anständig gestaltet wird. Und wenn man das positiv sieht, dann kann man sich auch öffnen. Und wir sind ja als Partei durchaus der Meinung, dass auch Görlitz einen Bürgerhaushalt haben sollte. Also nicht nur über kleine Budgets entscheiden, sondern tatsächlich wir alles diskutieren. Warum sträube ich mich dagegen, den Menschen zu erklären und zu sagen, ich habe jetzt so und so viele Millionen frei zur Verfügung. Davon sind aber Kosten für Tierpark, Straßenbahn und Ähnliches dabei. Und wenn man das den Menschen erklärt, werden sie auch sehr schnell sehen, dass es eben nicht so ist, dass man einfach immer alles gleich sozusagen haben kann.
und dass immer an allem sozusagen ein Stadtrat schuld sein muss, sondern dass man bei vielen Entscheidungen auch sagen muss, ne, dass das sächsische Politik, das Bundespolitik sehr viel Einfluss auf die Kraft dieser Kommune nimmt. Und gerade in Sachsen muss man einfach sagen, dass der Freistaat finanziell sehr gut dasteht. Das sehe ich als Landtagsabgeordneter. Als ich neu in diesem Parlament war, ich bin völlig erschrocken, wie viele Milliarden da in diversen Rücklagen, Fonds und Ähnlichem rumliegen und vor allem, wie viele Förderprogramme gar nicht abgerufen werden, weil die Kommunen gar keine Eigenmittel dafür haben. Und deswegen sage ich, wir müssen den Kommunen natürlich wieder deutlich mehr Geld geben, damit sie das entscheiden können. Aber wenn sie das dann entscheiden können, dann sollen sie es eben nicht im dritten Stock der Jägerkaserne entscheiden, sondern sollen sie es mit den Bürgern zusammen entscheiden. Und ich glaube, da sind einfach Bürgerinnen und Bürger die besseren Expertinnen und Experten für ihre Angelegenheiten. Also mehr kommunale Verantwortung an den Bürger vergeben. Ja, und ich finde, das hilft auch den Kommunalpolitikern, weil es dazu angetan ist, mehr Transparenz herzustellen. Und wenn wir besser erklären und zeigen, was wir tun, dann schafft das, glaube ich, auch mehr Verständnis darüber. Es gibt ja, glaube ich, tatsächlich seit der letzten Bundestagswahl, die ja schon ein erschreckendes Ergebnis hatte, viel mehr, das merken alle Parteien ja, an Menschen, die sagen, wir müssen uns da beteiligen. Und das machen die natürlich auch, weil sie nicht außen vor sein wollen. Und warum sollten wir sie nicht einladen? Es sei denn, wir haben wirklich was zu verstecken. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Herr Schulz hat ja vorhin gerade gesagt, dass Sie am Programm für die Kommunalwahl arbeiten. Was sind so die Hauptthemen? Ja, also das Programm ist tatsächlich ein Teil unseres dreiteiligen Wahlkampfes hier zur Oberbürgermeisterwahl, zur Stadtratswahl. Und dazu gehört natürlich eine vernünftige Programmatik. Haben wir ja schon eben gehört, wie wir das erarbeitet haben, zusammen mit vielen Bürgern in drei Zukunftswerkstätten. Und da haben wir eine ganz große Bandbreite. Also Stadtentwicklung ist ein wichtiges Thema. Wir haben Umweltfragen, wir haben Arbeit und Wirtschaft als Thema, soziale Fragen, Frage von Investitionen, der Umgang mit Kultur. Wie will man, wir sind ja auch eine Stadt im Wandel, was Arbeitswelt und Industrie angeht. Also findet Industriekultur sich zum Beispiel wieder als ein Punkt in der Frage des Tourismus. Also sehr breit. Kritiker werden vielleicht sagen, dass es auch zu umfassend ist. Wir denken aber, dass tatsächlich Görlitz auch eine Stadt ist, die in ihrer Gesamtheit doch es verdient hat, auch ein umfängliches Parteiprogramm zu haben, in dem sich alle Facetten wiederfinden. Also vom, man könnte fast sagen, wie das Leben auch stattfindet. Also von der vom Kleinkindalter bis hin zum Senioren. Und da gibt es ja einige Dinge. Wir hatten erst schon der Parkbank schon gesprochen, die einfach auch durch alle Altersgruppen wichtig sind. Der Senior, der da gerne drauf sitzt, sitzt da genauso gerne drauf wie der Vater oder die Mutter mit dem Kinderwagen. Also es zieht sich tatsächlich durch. Wir haben das ja auch schon veröffentlicht. Wer mag, alle herzlich eingeladen, sich das durchzublättern. Ich glaube, wir haben da ein gutes Angebot, ein breites Angebot auch für alle Facetten des Lebens. Was sollte anders werden in Görlitz? Naja, ich glaube, dass wir erleben ja gerade jetzt, dass wir von der Großen Koalition aus CDU, Bürgern für Görlitz, Grünen, eine kurzfristige Klientelpolitik kurz vor den Wahlen haben. Also da werden Gewerbesteuersätze gesenkt, die zum Beispiel wenigen Unternehmen relativ großen Nutzen bringen, aber in der Breite genau das verhindern, was Herr Schulze ja erst schon beschrieben hat, nämlich dass wir als Stadt Eigenmittel haben, um Fördermittel zu bekommen, um große, wichtige Projekte auf den Weg zu bringen. Das wäre für Görlitz wichtig, eine verlässliche Politik zu machen, die eben nicht nur auf den Wahltag ausgerichtet ist, sondern die das gedeihliche Entwickeln der Stadt im Auge hat. Das ist in der Tat im Moment etwas, das in Gefahr ist. Und warum ist sie nicht verlässlich im Moment? Naja, wir haben ja eine Koalition aus Bürgern für Görlitz, CDU und Grünen, die während ihrer letzten Jahre im Wesentlichen damit zu tun hatten, sich nicht zu zerstreiten und die im Zweifel eher keine Entscheidung gefällt hat, als eine, die strittig ist.
Und daran hat die Stadt gekrankt. Also wir sehen das an ganz vielen Dingen, wo also der Schulneubau der Oberschule, da haben wir, finde ich, einen Zeitverlust gehabt. Wir haben beim Neubau der Sporthalle an der Jägerkaserne, die ja nun doch da steht und bald fertig ist, einen unheimlichen Zeitverzug gehabt. Wir haben bei der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen nicht das Problem von zu hohen Gewerbesteuersätzen, sondern da liegt das Problem dort, dass wir zu wenig Industrie- und Gewerbeflächen haben. Das heißt, wir haben diese Koalition, muss man sagen, hat da viel zu wenig Kraft reingelegt, genau das zu entwickeln. Aber wenn ein Unternehmer kommt, der schaut doch erstmal nach den Kosten und sagt, okay, hier sind die Gebühren und die Steuern gering, da gehe ich hin. Andere Städte machen das ja, indem sie dies in die Industrie ranholen, indem sie geringere Steuersätze. Also da sagen tatsächlich alle Fachleute, dass das nicht so ist. Also Herr Rangnitz vom IFO-Institut war vor kurzem hier, das ist nun wahrlich kein Linker, die EGZ sagt das, die sagt, genau das meint man. Landläufig, aber es ist nicht der Punkt. Was wichtig ist, sind tatsächlich die weichen Standortfaktoren. Also wir leben in Zeiten von Fachkräftemangel. Das heißt, wir brauchen, die Firmen wollen, dass das ein Ort ist, der die Mitarbeiter, die sie brauchen, und die Mitarbeiterinnen auch zum Dableiben einlädt. Das heißt, sie brauchen Schulen, sie brauchen Kindergärten, sie brauchen eine Atmosphäre, in der es sich leben lässt. Und die Frage der Hebesätze ist tatsächlich keine, die Unternehmen an erster Stelle interessiert. Also, wir haben ja in Görlitz auch gar nicht das Problem, dass wir haben zurzeit kaum Industrieflächen, die wir vergeben können. Unsere Gewerbeflächen sind relativ gut ausgelastet. Das heißt, auch in der Vergangenheit kamen ja augenscheinlich genügend Unternehmen, die sich in Görlitz und Umgebung angesiedelt haben, trotz der hohen Gewerbesteuersätze. Und soll man sagen, dass die meisten Unternehmen der Stadt Görlitz, ja noch, also ein großer Teil der Unternehmen unter der Freibetragsgrenze, tatsächlich liegen. Und die Gewerbesteuer ist eine kalkulatorische Größe. Die kann man in seinem Produktpreis sozusagen abbilden. Ne? Man muss halt gucken, ist dieser Preis tatsächlich marktfähig, und dann ist eine Gewerbesteuer natürlich dabei. Was eine schwer zu kalkulierende Größe ist, ist, wo kriege ich meine Facharbeiterin her, die sagt, naja, ich würde ja gerne kommen, aber hier gibt es kein Theater mehr, hier gibt es kein Kino mehr, hier gibt es sozusagen keine Freizeiteinrichtungen mehr. Aus welchem Grund sollte ich dann das Angebot nicht irgendwo anders annehmen? Und wir leben nun mal in einer Region, wo man sagen muss, wir haben hier immer noch im Durchschnitt 1.000 Euro weniger pro Monat als der bundesdeutsche Durchschnitt. Das heißt, ganz viele Dinge, die sich in anderen Regionen vielleicht auch durch Kaufkraft klären, also wo einfach der kleine Dorfladen überlebt, weil noch genügend Leute da sind, die sich das auch leisten können, da einkaufen zu gehen, oder wo auch das kleine Programmkino überlebt. Das wird hier im Prinzip durch ganz viel Engagement, Ehrenamt und so weiter aufrechterhalten. Und deswegen ist es hier gerade so wichtig, dass die öffentliche Hand halt sagt, wir investieren in diese weichen Standortfaktoren und wägen das mal miteinander ab und sagen halt, ist es jetzt besser, ein paar hundert Euro weniger Gewerbesteuer für den einzelnen Unternehmer und dafür aber über 3 Jahre 2,4 Millionen Euro rund sozusagen dem Stadthaushalt zu entziehen? Oder wären diese 2,4 Millionen Euro nicht viel wichtiger sozusagen in der Stadt Görlitz investiert? Und jeder Unternehmer, der ein erfolgreiches Unternehmen hat und deswegen Gewerbesteuer zahlt, ne, ist sozusagen mit den 100 Euro, die er da vielleicht spart, jetzt auch nie, ich sag jetzt mal, so reich danach, dass er sagt, ich baue jetzt noch ein zweites Unternehmen auf. So groß ist dieser Unterschied ja schließlich sozusagen auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Gewerbesteuer, das ist ein sehr emotionales Thema. Aber wenn man rational sozusagen drüber nachdenkt und wenn man es in der Stadt ordentlich diskutiert hätte und eben nicht der Diskussion sich verweigert hätte, dann wäre am Ende eine Mehrheit eigentlich dazu gekommen, die gesagt hätte, nee, es macht Sinn, die Gewerbesteuer nicht abzusenken, dafür aber vielleicht sozusagen in der Tourismusabgabe, also über die Hotels zu heben, damit sozusagen den gesamten Teil, den die Stadt Görlitz an finanziellen Mitteln mehr braucht, um in ihre Zukunft zu investieren, sozusagen zur Verfügung zu haben. Und das ist das, was Görlitz, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen zum Stillstand gebracht hat. Wir haben zwar immer Entwicklungsprojekte gehabt, aber bevor wir jetzt die Verkehrsbetriebe zurückgekauft haben, hätte man eigentlich auch mal einen längerfristigen Prozess machen müssen. Wo wollen wir einfach strategisch hin? Wir haben schwer dafür gekämpft, dass die Straßenbahn als Entwicklungsoption überhaupt drin bleibt. Aber eigentlich gehört die Straßenbahn nicht nur zum Klinikum weiter ausgebaut, sondern eigentlich müssen wir wieder über Skorzelitz reden. Eigentlich müssen wir über einen Anschluss am Berzdorfer See reden, zum öffentlichen Verkehrsmittel, also vielleicht nicht nur Bus. Wir haben in unserem Programm drinstehen, um auch mal zu sagen, dass wir da durchaus auch längerfristig überlegen, ob man eventuell die Strecke zwischen Görlitz und Zittau aus dem Verkehrsverbund der DB Schiene rausnimmt, also aus dem schienengebundenen Nahverkehr rausnimmt und dem ÖPNV, also ähnlich wie in Leipzig, da fährt die Straßenbahn ja auch bis Markkleeberg,
dass man sozusagen Görlitz und Zittau mit den eigenen Stadtwerken miteinander oder den eigenen Verkehrsbetrieben miteinander verbindet, um da viel flexibler zu sein. Da liegt Deutsch-Ostsicht, da liegt der See dazwischen, da liegt sozusagen Ostritz dazwischen als Kloster, was auch tatsächlich touristisch sozusagen wertvoll ist. Das stelle ich mir unter einer gestaltenden Diskussion vor. Da muss nicht alles verwirklicht werden. Aber man muss den Menschen einfach auch eine Chance geben, sagen, diese Stadt entwickelt sich irgendwo hin und wir verwalten sie nicht nur in dem, was wir mehr oder weniger durch Zufall haben, nämlich die wunderschöne Substanz dieser Stadt. Sondern wir müssen auch mal gucken, was passiert in den Stadtteilen. Ne? Wäre das nur noch Schlafburgen? Oder werden die Stadtteile tatsächlich zu eigenständigen, auch kulturellen Zentren entwickelt, wo Menschen halt sagen, ich bin überzeugter Rauschwalder oder Rauschwalderin? Das machen ja viele. Magdeburg zum Beispiel baut ja auch die Straßenbahn wahnsinnig aus. Die machen ja Riesenstrecken. Und deswegen wäre das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man die überall hinfahren könnte. Also Ihnen fehlt im Prinzip die Zukunftsvisionen in der Stadtverwaltung oder in der Stadt. Mir fehlt die, also das setze ich ja so ein bisschen auch auf den, also ich hoffe auf die Stadtratswahlen, dass da auch viele neue Gedanken in den neuen Stadtrat einziehen. Also auch Gedanken, die diese Stadt öffnen wollen und sagen wollen, also wenn Gäste hierher kommen, ne, dann tun wir was dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Und wenn sie sich dann entscheiden, Einwohnerinnen und Einwohner zu werden, dann werden wir auch was dafür tun, dass sie hier sozusagen heimisch werden. Egal aus welchem Grund sie erstmal gekommen sind und warum sie hierher kommen mussten. Aber wir schaffen ihnen die Rahmenbedingungen dafür und wir diskutieren einfach, wo soll diese Stadt in der Zukunft aussehen. Also ich habe zwei Themen, die ich immer wieder gern mal in Diskussionsrunden anbringe und sage, wir haben ein wunderschönes historisches Altstadtviertel mit historischen Gaststätten, die für Touristen schön sind, wo auch Görlitzerinnen und Görlitzer gerne hingehen, aber es ist ein Tourismusviertel. Was wir nicht haben, ist ein Viertel, wo die Görlitzer selber sagen, das ist so unser Kneipenviertel, das ist so unsere Homebase sozusagen, wo wir als Görlitzer, was man in ganz vielen Städten sozusagen ja findet, wo der Geheimtipp immer lautet, wenn du mal die echten Einwohner treffen willst, musst du da hinten um die Ecke gehen. Das fehlt Görlitz so ein bisschen. Und wir haben mit der Südstadt oder dem Teil um den Brautwiesenplatz herum ein Viertel, was ich dafür wunderbar anbieten würde, wenn man es strategisch entwickelt. Jetzt ist so ein bisschen mit dem Brautwiesenbogen genau. Diese Idee durchaus aufgegriffen worden an dieser Stelle. Und ich finde, jetzt muss man mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Wo man dann einfach auch sagt, dann kann man vielleicht auch mal einen Unterschied machen zwischen der Kneipe, im ganz positiven Sinne gemeint, die sozusagen das Stammlokal der Einheimischen und dem Hochpreissegment für Touristen, die einfach herkommen und sagen, ich will mir im Urlaub mal was Besonderes leisten und dafür bin ich auch bereit, sozusagen den einen oder anderen Euro mehr auszugeben. Und der Görlitz sagt, aber das geht natürlich nicht für mein Alltags sozusagen Leben. Ich kann hier nicht jeden Tag, gerade bei der Kaufkraft, die wir hier haben, sozusagen Unsummen an Geld für Gastronomie ausgeben. Und dennoch gehört es ja einfach zum Leben dazu, dass man einfach mal im Biergarten sitzt. Ich finde das extrem schade. Also ich bin ja in Rauschwalde geboren und lange in Rauschwalde groß geworden. Für mich gehört eigentlich dieser Biergarten am Deutschen Haus sozusagen zu meiner Kindheitsgeschichte. Meine Eltern sind mit mir da immer sozusagen hingegangen und haben im Sommer da gesessen, ein Bierchen getrunken, ne, einen halben Bräuler gegessen und sind dann wieder nach Hause gegangen. Ich finde, das fehlt gerade so ein bisschen, weil wir alles auf Konsum und es muss sozusagen irgendwie zentralisiert genormt werden. Und deswegen sollten wir, glaube ich, die Altstadt tatsächlich weiterentwickeln, als auch unser touristisches Perle, die wir haben, genauso wie den Berzdorfer See als einen touristischen Hotspot, der aber auch und beides auch sozusagen für die Menschen sozusagen aus Görlitz als Naherholungsgebiet beziehungsweise auch als Erlebnisraum dient. Und dennoch sagen wir, brauchen einfach eine Stadtentwicklung, die gesamte Stadt von Königshofen über Weinhübel, Rauschwalde in der Südstadt und unsere Stadtteile, also Tauchitz und ähnliche sozusagen, die wir mit eingemeindet haben, sozusagen mit betrachtet und sagt, was wollen wir in Zukunft da machen, damit diese Stadt einfach lebenswert bleibt und eben nicht nur Filmstadt oder eine touristische Stadt mit wunderschönen Fassaden wird. Was sollte man da tun? Na, ich glaube, zum einen muss man sich bewusst sein, dass Stadtteile eigenständige Lebensräume sind. Also sowas wie ein eigenes Stadtzentrum wieder zu entwickeln, da läuft man ja immer Gefahr, dass immer alle gleich sozusagen an die großen Stadtzentren denken. Aber vielleicht könnte man ja auch durchaus eigenständige Stadtteilfeste wieder fördern und sagen, so ähnlich wie auf dem Sechsstädteplatz das Stadtteilfest, was ja von den Bürgern da gemacht wird und vom Demokratischen Frauenbund ganz oft mit organisiert wird, wo man dann einfach sagen kann, warum soll man sowas nicht auch in Rauschwalde fördern? Da hat der ASB sein Sommerfest. Na, warum kann man das nicht weiterentwickeln zu einem Stadtteilfest? Wir haben Königshofen, wo zwar immer der Rummel steht, aber ne, auch da könnte man Dinge machen. Man könnte überlegen, ob man tatsächlich wieder
wieder, also Gastronomie sozusagen ansiedelt, ob man auch mal drüber nachdenkt, wie kann man sicher sein, dass die Durchmischung in der Wohnstruktur so ist, dass alle Bevölkerungsgruppen wieder in die Stadtteile ziehen. Da muss eine öffentliche Anbindung für den Straßen- und für den Nahverkehr da sein. Ich finde, da müssen auch anständige Radwege. Nun bin ich kein Radfahrer, aber ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass man das Auto vielleicht auch mal stehen lassen will und in die Innenstadt und aus der Innenstadt halt ohne Auto kommen will. Das ist weniger das Parkplatzproblem der Innenstadt, sondern es ist einfach nicht schick, von Rauschwalde mit dem Fahrrad nach in die Innenstadt zu fahren und wieder rauszufahren, ohne dabei dreimal überfahren zu werden in dem Falle. Und ich glaube, wenn man das will, dann muss man sich hinsetzen und sagen, lasst uns die ganze Stadt entwickeln und lasst sie uns vor allem daran partizipieren, was an dem die Altstadt schon immer partizipiert hat, nämlich sozusagen an einer bewussten Zielstellung, wo will ich hin. Mhm. Also in der Altstadt war klar, wir wollen sie sanieren, wir wollen sozusagen die Wege wieder öffnen, wir wollen sie als historische Perle haben. Und so kann man jetzt nach und nach auch die Südstadt, ich glaube, das ist die als nächstes dran wäre, die Südstadt einfach wieder entwickeln und sagen, was soll da passieren, was muss da passieren, die Spielplätze wieder tatsächlich so machen, dass sie Spielplätze sind, dass sie auch da sind, Freizeiteinrichtungen, Stadtteilbüros schaffen und sagen, wir schaffen den Lebensraum, die eigene Wohnung sollen sich die Menschen selbst gestalten, aber um diese eigene Wohnung drumherum ist tatsächlich städtisches Leben, weil das unterscheidet uns halt als urbane Stadt sozusagen vom ländlichen Raum, wo drumherum halt viel Feld und Natur ist. Sie sprachen gerade von weichen Faktoren. Wie sieht es mit der Stadthalle aus? Ja, die Stadthalle ist natürlich ein Faktor, den wir im Moment in der Stadtpolitik, das trifft sich ganz gut, weil wir darüber gesprochen haben, was wurde versäumt in der Vergangenheit, der auch nicht wirklich wahrhaftig besprochen wurde. Ne? Also alle erinnern sich ja wahrscheinlich, dass beim letzten Sanierungsstopp, das war ja, als Uwe Deinig ins Amt kam, wir ihn nochmal auf unsere Sicht hingewiesen hatten, dass wir der Stadthalle ja auch eine große Bedeutung beimessen, dass wir aber die finanziellen Risiken für so groß erachtet haben, dass wir gesagt haben, es ist mit guter Verantwortung nicht zu vereinen, sie damals zu sanieren. Und die Fördermittel waren ja auch nicht sicher zugesagt und auch in der Abrechnung nicht. Wir sind heute und wir haben tatsächlich 5 Jahre lang stets angemahnt, inhaltlich daran zu arbeiten, was man denn da tun will. Und leider ist das nicht wirklich passiert. Also es gibt immer noch das Konzept von 2011, glaube ich, ne, das in der Schublade liegt, wo man sagt, das ist es immer noch. Und das ist zu wenig. Ne, das merkt man jetzt. Ich finde, das ist nicht wirklich verwunderlich. Gab ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat man gesagt, wir rechnen gar nicht mehr damit, dass wir überhaupt irgendwann sanieren und arbeiten deshalb nicht daran. Dann hätte man das sagen sollen, finde ich. Oder man sagt, wir rechnen schon damit, dass es kommt. Dann war es fahrlässig, nicht das Konzept weiterzuentwickeln. Wir haben dazu ja immer wieder Ideen auch eingebracht. Also die Ideen von vom Ausbau der Hochschule zum Beispiel, die ja nun auch möglicherweise da einen Neubau auf ihrem Gelände im Sinn haben. Oder auch also die Ansiedlung von Kunstsammlungen, was auch immer. Was schwierig ist, glaube ich, dass der Fokus immer nur darauf lag, dass das schon gewisse Interessengruppen, und da muss man den Förderverein schon nennen, der ja für sein Interesse auch kämpfen darf. Dafür ist ein Förderverein ja da. Der aber, finde ich, schon sehr einseitig immer nur die Betrachtung darauf gelegt hat, wir hätten es gerne so, wie es immer schon war. Und nicht berücksichtigt, dass die Welt inzwischen sich weitergedreht hat. Und ich finde, da haben wir eine Verantwortung für alle Generationen, für die, die sie gerne noch so hätten wie damals, aber eben auch für die, die eine andere Vorstellung von Stadt haben. Das heißt, welches Konzept schlagen Sie vor? Ein Konzept haben wir dafür fertig natürlich auch nicht. Oder welche Betreibungsmöglichkeiten oder inhaltlichen Möglichkeiten sehen Sie für die Stadthalle? Ja, dafür kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Aber Fakt ist ja, dass man es nur dann wirklich betreiben kann, wenn man es auch finanzieren kann. Und da rede ich nicht über die Sanierung. Wir haben zwar immer noch keine Förderbescheide für die knapp 40 Millionen, sondern geht es ja um die Betreibung. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass es da je nach Betreibungsform um Summen bis zu 1 Million im Jahr geht. Und da haben wir hatten die anderen immer aufgefordert zu sagen, woher die denn kommen sollen. Man kann das ja machen. Man kann ja sagen, wir reduzieren die Öffnungszeiten im Schwimmbad oder man will den Tierpark nicht mehr bezuschussen oder irgendwas. Ne? Man muss sagen, wo es herkommt. Das ist redlich. Und das haben die halt nie gemacht. Und wir werden weiter darauf drängen, zu sagen, woher es kommen soll. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu betreiben mit weniger
städtischen Mitteln. Da muss aber tatsächlich auch der Freistaat, ne, sagen, es ist für uns auch aus Sicht des Freistaates ein wichtiges bauhistorisches Denkmal, das wir eben auch aktiv betreiben wollen. Und das wäre dann wieder Ihre Aufgabe, ne? Ja, man setzt ja voraus, dass man tatsächlich sagt, die Stadthalle ist das, was sie früher mal war, Veranstaltungskonzerthalle. Und dafür bräuchte man, um das zu betreiben, also um da wieder Konzerte stattfinden zu lassen, Ausstellungen stattfinden zu lassen, dafür braucht man zwischen 1/2 und 1 Million Zuschuss. Die Frage wäre ja, wo ich immer sage, wir müssten vielleicht oder hätten vielleicht diskutieren sollen, aber ich glaube, die Zeit wäre immer noch da dafür, zu sagen, was sind uns eigentlich die wichtigen Bestandteile? Wir haben ein einmaliges Jugendstilobjekt da stehen, das muss erhalten werden, koste es, was es wolle. Das sage ich jetzt mal so ganz, ne, weil das ist bauhistorisch extrem wertvoll. Wir haben eine Orgel da drin, die zumindest wertvoll, ne, und auch deutlich erhaltenswert ist und deswegen auch mit Fördermitteln ja saniert worden ist und natürlich die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat. Und wir haben einen Inhalt in der Halle, den wir historisch alle kennen, ne, den von Sportveranstaltungen über andere Veranstaltungen, wo man einfach sagen muss, die meisten dieser Veranstaltungen, die in dieser Halle stattgefunden haben, finden jetzt irgendwo anders statt. Natürlich vielleicht nicht in so schönen Objekten, ich nenne jetzt mal nur einfach Löbau, oder in mindestens ähnlich schönen Objekten wie die Landskronenbrauerei, die mit ihrer Kulturhalle ja etwas geschaffen hat, was es früher ja auch als Angebot nicht gab. Und dann muss man vielleicht sagen, wenn man diese dreimal nebeneinander stellt und sagt, was sind die Dinge, die man haben muss, dann hat man die Halle, dann hat man die Orgel, dann hat man das Angebot. Und vielleicht wäre es ja fair, wenn man einfach in der Stadtgesellschaft mal diskutiert, brauchen wir noch das, was ich früher sozusagen Stadthalle nannte, also die Kulturhalle, in der alles stattfindet, was in einer Stadt an Angebot dasteht, oder wollen wir nicht darüber diskutieren, dass wir andere Nutzungsformen haben? Wir haben immer gesagt, einfach nur als Vorschlag, erstens, es gibt in Deutschland kein Museum, Ausstellungs- und Forschungsstätte für den europäischen Jugendstil. Der wäre in diesem Haus unglaublich sozusagen untergebracht, weil authentischer kann man gar nicht sein. Es gibt die Möglichkeit oder es gab die Möglichkeit zu sagen, wenn die Hochschule sich weiterentwickelt, also tatsächlich vielleicht in Richtung einer europäischen Universität, die in der Mitte Europas sozusagen nochmal ganz andere Dimensionen hat, dass man tatsächlich an der Hochschule sagt, dann kann man dieses Gebäude vielleicht in den Hochschulkomplex sozusagen einbeziehen. Oder der dritte Vorschlag, der nichts mit der alten Nutzung zu tun hatte, war immer zu sagen, dass dieses Gebäude, dass es ganz viele Kunstmäzene gibt, die über die letzten 50, 60 Jahre gesammelt haben, jetzt ans Ende ihres Lebensalters kommen, meistens auch ein Familienleben geführt haben, was dazu geführt hat, dass sie mehr als eine Erben haben oder eine Erbin haben und das jetzt aber doch ihre Sammlung gerne zusammenhalten wollen. Und da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen, internationale Agenturen damit beauftragen, Leute zu suchen, die sagen, ich habe hier eine Kunstsammlung, ich bin bereit, die in dem Gebäude entsprechend sozusagen unterzubringen. Und dann muss man immer gucken, kann man mit dieser Nutzung die Orgel noch verwenden oder wäre es nicht sinnvoll, jetzt sage ich mal ganz, ein ganz Vorschlag, wo ich weiß, da schreien gleich welche auf, aber die Orgel aus der Stadthalle auszubauen und sie zum Beispiel in die neue, also da ist sie ja gar nicht mehr, katholische Kirche in Skorzelec einzubauen, dann würde sie wieder das machen, was eine Orgel macht. Ja? Kirchenmusik, dafür ist Orgelmusik nun mal hauptsächlich bekannt. Und vor allem, sie wäre der Öffentlichkeit zugänglich. Ich bin mal gefragt worden, wie oft ich diese Orgel gehört habe, als Stadthalle noch offen war. Ich gebe mal ganz offen zu, ich kann mich daran nicht erinnern. Mhm. Ich habe diese Orgel einmal gehört, da war die Stadthalle schon zu, da wurde sie noch mal gespielt, damit wir das als Politikerinnen und Politiker auch noch mal erleben. Aber ich finde, dieses Instrument ist viel zu wertvoll dafür, dass es einfach nur als schönes Ausstellungsstück da rumsteht und gelegentlich mal bespielt wird. Nur diese Debatte ist in der Stadt Görlitz nie geführt worden, weil immer, wenn man das angedeutet hat, sprang irgendjemand hoch und sagte, ja, aber wir wollen wieder unseren Tanzball und wir wollen wieder das und wir wollen wieder das haben. Und da sage ich, wenn man das jetzt will und wenn eine Mehrheit der Stadtgesellschaft sich tatsächlich dafür entscheidet, dann muss man auch gucken, wo muss man das Geld hernehmen, um es zu finanzieren. Zurzeit ist ein Betreibungsmodell, und ich finde, jenseits der öffentlichen Hand ist gerade keins denkbar, weil wir können uns nicht noch leisten, dass Gewinne aus dieser Stadthalle dann auch noch privatrechtlich in Rendite oder irgendwas anderes abfließen, sondern wir brauchen sozusagen alles, was die einnimmt, um sie wieder zu finanzieren. Aber selbst in diesem Modell der öffentlichen Hand reden wir von einer halben bis einer ganzen Million bei einem Spielraum, der nicht größer wie 6 Millionen insgesamt ist, und da sind schon über 2 Millionen dabei. Das heißt, Sie wollen also die Stadthalle nicht mehr als Veranstaltungsort in der Form haben, wie es jetzt ist, vielleicht, wie es geplant ist. Vielleicht mit den schlesischen Musikfestspielen und so weiter. Ja, vielleicht lässt sich, also muss man noch mal was ergänzen. Die Studie, von der wir ja reden, die sagt ja,
dass die Stadthalle, wenn sie wieder eröffnet würde mit dem Konzept von 2011, würde nur 20% neue Veranstaltungen generieren. Das heißt, 80% wären Veranstaltungen, die jetzt woanders stattfinden. Jetzt sage ich mal, bin ich ja nicht, ne, also der erste Mann der Marktwirtschaft hier sein muss, aber wir haben jetzt 80% der Veranstaltungen subventionsfrei, ohne staatliche Zuschüsse bei privaten Anbietern. Mhm. Also Leuten, die sich das mühsam erarbeitet haben, im Wichernhaus, in der Kulturbrauerei oder an anderen Stellen, wo Leute der Stadt, Unternehmer, ja, unterwegs sind und die das anbieten. Und denen sagen wir, ja, vielen Dank für die letzten Jahre, aber jetzt machen wir das wieder in der Stadthalle und euch brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist schon auch schwierig, finde ich. Also wenn man sagen würde, das, was da in der Stadthalle jetzt kommt, und ich glaube ja nicht an dieses alte Konzept, was da drin liegt, aber wenn man es nehmen würde, würde das tatsächlich bedeuten, es kommt in der Regel, es kommt kaum was Neues rein, sondern wir nehmen es den anderen weg, die jetzt in der Stadt die letzten Jahre dieses Segment bedient haben, marktwirtschaftlich, ohne Zuschüsse. Deswegen finde ich diese Diskussion auch an der Stelle nicht so wirklich ehrlich, ne? Weil das geht dann an die Vertreter der anderen Parteien. Ehrlich zu sein heißt, was wollen wir drin haben, woher kommt, und dann kann man, ich habe es ja gesagt, man kann ja auch sagen, ich will es dann haben, ne? Und ich will, dass wir diesen Zuschuss zahlen, aber dann muss man sagen, woher kommt das? Und er kommt nicht aus Mehreinnahmen. Und alle Konzepte sagen, jede Veranstaltung mehr reduziert nicht den Zuschuss, sondern erhöht ihn noch, weil nahezu jede Veranstaltung eben Kosten verursacht und nicht Einnahmen. Und da gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch zu sagen, was lässt man weg? Und wenn unser Gespräch dazu führt, dass die anderen sich da endlich genötigt sehen, sich dazu mal zu äußern, wäre das schon viel wert. Ich denke, da könnte man nochmal ein separates Gespräch zum Thema Stadthalle führen, weil da gehen, glaube ich, die Meinungen sehr auseinander. Das und stimmt. Ihre ist ja doch ein bisschen anders als so die Stadtmeinung im Großen und Ganzen. Nee, die Stadtmeinung, also vielleicht reden wir mit unterschiedlichen Leuten. Mhm. Also, aber meine Wahrnehmung bei den Stadtleuten, mit denen ich zu tun habe, ist, das sind Familien mit Kindern, dann sagen die, kümmert euch um Schulen, kümmert euch darum, dass die Spielplätze in Ordnung sind, kümmert euch darum, dass die Radwege in Ordnung kommen und auch solche Dinge. Und da gibt es auch Leute, die sagen, wir finden die Stadthalle auch wichtig. Ich muss aber sagen, meine Wahrnehmung ist nicht die, jedenfalls mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass sie sagen, die Stadthalle ist das größte Thema in der Stadt. Und weil es das, glaube ich, nicht ist, sondern eher emotional von manchen gefühlt so wichtig ist, wäre es so wichtig, es ein bisschen zu versachlichen und zu sagen, was sind denn die faktischen Gründe, die dafür und die dagegen sprechen? Und vielleicht die Emotionalität ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, schauen wir uns mal die Fakten an. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz so in zwei Sätzen sagen, wo sehen Sie Görlitz im Jahr 2030? Das ist in zwei OB-Legislaturen. Also da haben wir gerade das erste Mal geschafft, dass ein Oberbürgermeister in Görlitz wiedergewählt wurde, und zwar eine linke Oberbürgermeisterin. Wir haben eine Stadtratsmehrheit zusammen mit einem, vielleicht nicht mit einer Partei, vielleicht mit einem Bürgerbündnis, das sich neu bildet, sind fahrradfreundlicher, haben gute Luft in der Stadt, sind familienfreundlich, haben ausreichend Arbeit für die Menschen, die arbeiten wollen, und genug Freizeitangebote für die Menschen, die Freizeit genießen wollen. Bleibt da noch was übrig für Sie oder hat er jetzt schon alles weggenommen? Ich habe gerade überlegt, ob jetzt nicht langsam alles durch ist, aber ich glaube, wir haben 2030, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, das ist in 10 Jahren, das ist, wenn man jetzt Planungsvorsprung noch 1 Jahr ein bisschen drüber nachdenken, und dann ist man schon in 10 Jahren. Aber ich glaube, wir sind den richtigen Schritt in die Richtung gegangen, zu sagen, dass wir einen öffentlichen Nahverkehr haben, der deutlich ausgebauter und vernetzter mit dem Umland ist. Leider habe ich jetzt gelernt, dass ich vor, glaube ich, noch 3 Wochen hätte ich zu Ihnen gesagt, wir haben eine schnelle ICE-Verbindung mit
mit Stromtrasse nach Berlin und nach Dresden. Leider habe ich gelernt, dass das jetzt deutlich später noch kommen wird, dass das 2030 noch nicht der Fall sein wird, weil mein Wunsch wäre schon, dass wir diese Schnellstrecke haben, dass man wieder quasi im Fernverkehr von Görlitz wegkommt und dass man dann aber, wenn man in Görlitz mit dem ICE ankommt, auch um 23 Uhr noch nach Löbau kommt, dass man nach Reichenbach kommt, dass man nach Ostritz kommt, also tatsächlich diese Art von Nahverkehr. Und was ich glaube, ich hoffe, dass wir das in 10 Jahren haben, dass wir eine Kehrtwende der jetzigen Richtung, die Europäische Union nimmt, also der Stärkung von oder des Wiederauflebens von nationalistischen Tendenzen, dass es uns einfach gelungen ist, den Menschen zu erklären, wie wichtig diese Union, dieses Zusammenleben, dieses Friedensprojekt Europa sozusagen ist. Und wir als tatsächlich Europastadt Görlitz-Gorjelitz sowas wie eine Vorbildrolle im Herzen von Europa übernehmen und im Kleinen das leben, was wir in Europa gerne haben wollten. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in 10 Jahren tatsächlich ganz bewusst immer von der Europastadt Görlitz-Gorjelitz reden und auch als Experimentierfeld für in Europa, was weltoffen ist, was tolerant ist, was friedlich ist, was tatsächlich als Friedensnobelpreisträger auch den Namen Friedensnobelpreisträger verdient und nicht aufrüstet, eigene Armeen anschafft oder Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Das mag alles große Politik sein. Wir haben ja auch gesagt, wir reden heute nicht über große Politik, aber ich sage an dieser Stelle sozusagen, ist Görlitz, glaube ich, eine Keimzelle des gemeinsamen Zusammenlebens auf beiden Seiten der Neiße, mit der man in 10 Jahren vielleicht auch sagen kann, hier sind wir Vorbild für viele Entwicklungen, die es in Europa bis dahin geben wird. Also ich sehe eigentlich sehr positiv in die Zukunft, weil ich glaube und ich bin davon fest überzeugt, dass wir die Menschen hier in dieser Stadt letztlich sich dafür entscheiden, diese Stadt weiterzuentwickeln und sie nicht zurückzuentwickeln. Aber davon wird natürlich viel abhängen, ob die Leute sagen, wir wollen diese Stadt nach vorn bringen oder wir wollen, dass alles so schön wird, wie es noch nie war. Und wir gucken einfach nach hinten und denken, da ist alles prima gewesen. Und soweit stehen ein paar wichtige Entscheidungen vor uns, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Thorsten Ahrens und bei Mirko Schulze und bei Ihnen vor allen Dingen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.